Der Sturm hat einen Stromausfall verursacht. Ach was. Da wäre ich nie drauf gekommen. Niemals nicht wäre ich darauf gekommen. Warum fahrt ihr da eigentlich wieder weg? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2 im Chaos-Modus, meine lieben Freunde. Es ist das absolute Chaos in diesem Chaos-Modus. Wir haben den Jurassic Park, Verzeihung, San Diego, haben wir jetzt auf einen unfassbar guten Stand gebracht. Wir müssen jetzt nur noch 3 weitere Dinosaurier in den Park holen, 2 weitere Spezies erreichen, eine Parkbewertung von 4 Sternen und noch ein bisschen mehr Geld generieren. Die Parkbewertung steigt gerade und das Geld steigt auch, der wunderbare Wahnsinn, und die Straßen sind voll. Ich habe schon ein bisschen so drüber gerätselt, ist es nicht eigentlich so, dass man früher in Jurassic World auch breite Straßen bauen konnte, weil ich habe nämlich verstopfte Straßen teilweise, und habt ihr mir gesagt, ja, das geht, aber jetzt aktuell in Jurassic World 2 ist es so, ich muss die breiten Straßen scheinbar wohl erforschen. Ich habe die nicht von Anfang an. So, da müssen wir mal gucken, wo ist denn das dann? Ist das dann bei Gastkomfort oder so? Zufällig? Wo wäre denn dann? Breiter Weg, ah, tatsächlich. Hier, ihr habt recht. Ihr seid ja absoluter Wahnsinniger, krasse Wahnsinnige. Aber ich habe leider keine Forscher gerade. Was ist denn da los? Ah ja, die schlafen gerade alle. Die sind gerade alle im Bett, ist ja auch Nacht, ne? Die müssen sich auch mal erholen, die Forscher. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Jurassic World, dass wir uns Multitasking World, so nenne ich es ja eigentlich gerade, reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, sind wir am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende des Videos. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Da freut sich der T-Rex. Nicht wahr? Ihr freut euch beide. Ich sehe die Freude schon in euren Augen. Ich glaube, der erschnüffelt gerade. Der schnüffelt gerade die Besucher. Yay! Yeah. T-Rex! Neues. Haben wir es mal wieder gesehen. Herrlich. Herrlich, herrlich. So, wie sieht es jetzt hier eigentlich bei den Apatos aus? Die haben immer noch zu wenig große Blätter zum Fressen anscheinend. Dann lasst mal denen hier noch großes Blatt reingeben hier. Die brauchen zwar auch offenes Gelände, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir ihnen mehr Nahrung geben, als wie wenn wir ihnen offenes Gelände geben, glaube ich. Ja, jetzt haben sie wieder fehlendes offenes Gelände. Das ist ja alles so ein bisschen am Limit gerade beim Apatosaurus. Der Bereich ist auch etwas zu klein gerade noch. Wir haben aber eine Geländeerweiterung schon freigeschaltet. Und jetzt ist halt die Frage, wo ist eigentlich genau das Gelände jetzt größer geworden? Ich guck mal gerade hier an den Parkgrenzen so ein bisschen. Hier hinten ist was dazugekommen, okay. Hier ist was dazu. Oh, hier ist richtig. Scheiße, hier hätte man natürlich den Apato eher dahin packen müssen. Hier ist, glaube ich, auch was dazugekommen. Okay, wir müssen den Park eher nach hier ausbreiten, wie es aussieht. Da haben wir die Grenzen erweitert. Gut zu wissen. Fahrzeug gefährdet, okay. So, jetzt machen wir erstmal, jetzt sind die Forscher ja gerade wach geworden. Machen wir mal gleich die Wegeforschung, dass wir größere Wege zur Verfügung haben. Ranger wurde mal wieder zerstört vom T-Rex. Das war hier beim Gästekomfort. Breiter Weg. Wir brauchen 5 Logistik. Dann nehmen wir mal die 2 Nasen. So, genau. Dann gibt es auch noch größere Hotels und sowas. Das ist für die Gästeanzahl natürlich sehr gut. Genau, und jetzt hatten wir nochmal. Hatten wir jetzt nochmal Fossilien geholt eigentlich? Ne, hatten wir nicht. Genau, ich hatte nämlich hier nochmal was Cooles gesehen. Und zwar in Madagaskar gibt es den Majungasaurus. Ich habe jetzt nochmal auf der ganzen Karte geguckt. Raptoren gibt es hier auch. In China. Und, oh, hier oben gibt es noch was. Was ist das? Troodon, okay. Aber hier läuft gerade noch eine Expedition, ne? Chasmosaurus, genau. Den wollen wir ja auch noch haben. Und hatten wir jetzt den Dryosaurus eigentlich nochmal synthetisiert gehabt? 60% Triosaurus. Hatten wir da jetzt noch eine Fossilie vom Triosaurus? Nee, warte, Fossilien war das. Irgendwie muss ich mich da erst noch dran gewöhnen, dass beide Sachen, Forschung und Fossilien, im selben Gebäude sind. Das ist ein bisschen. Das ist noch anders als im ersten Teil. Ich bin das immer noch anders gewöhnt einfach. Paririnosaurus. So, den können wir jetzt mal hier auch analysieren eigentlich. Das kann sie jetzt hier mal machen, genau. Aufgabe starten. So, jetzt müssen wir hier wieder den Jeep ersetzen, den der T-Rex wieder mal zerstört hat. Da, zerstört. Ja, ersetzen. Und mal hier den Treibstoff mal auffüllen. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Nahrung vielleicht auch mal auffüllen und Treibstoff auffüllen. Und hier drüben auch noch mal. Da war noch ein Ranger-Dings. Ranger-Team hier. Können wir auch mal auffüllen. Hier Treibstoff. Sehr nice. Vielleicht auch mal bei den Ärzten. Ohne Grenzen. Können wir auch mal auffüllen. Oh ja, da müssen wir auch mal auffüllen. Definitiv. Sehr nice. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir mal den Treibstoff voll machen. Ist da irgendwo ein Rohrbruch? Ne, das war der Jeep, der zerstört wurde. Das ist, weil die hier immer in das Gehege fahren müssen, um die Dinos zu checken. Expedition abgeschlossen. Sehr nice. Was haben wir da jetzt bekommen? Ist egal, wir fliegen trotzdem sofort wieder los. Sofort wieder losfliegen. Zum... Ich würde ja gerne den Chasmosaurus nochmal holen eigentlich. Geht das? Ja, geht. Sie kann das machen. Chasmosaurus. So, warte, und jetzt Fossilien nochmal angucken. Die werden noch analysiert gerade. Die brauchen noch eine Minute. Okay. Braucht alles noch. Forschung wird auch gerade noch durchgeführt vom breiten Weg. Ja, das ist nämlich, glaube ich, bei der Parkbewertung mit unser Hauptproblem. Wir haben nämlich, meine ich, einen sehr dichten Besucherandrang, insbesondere hier. Hier bräuchten wir auf jeden Fall mal einen breiten Weg. Und hier eigentlich auch. Da, wo die roten Flächen auf den Wegen sind. Weil da drängeln sich die meisten Leute und ohne einen breiteren Weg sind das einfach Nadelöhre. Nadelöhrchen. Da kriegen wir einfach nicht mehr Besucher hin. Das ist so ein bisschen das Ding. Und dann kriegen wir auch keine 4-Sterne-Bewertung, weil das immer nämlich dann auf unsere Bewertung drückt. Das sind so die kleinen Sachen, die man da jetzt im Auge behalten muss, auch dieses Mikromanagement, dieses sogenannte. Also gerade auch so Anlagen und sowas, dass man auch entsprechend die Besucher bewirtet, in der entsprechenden Kategorie halt auch, das ist auch ganz wichtig. Hauptverkehrsstraße haben wir jetzt, sehr gut, dann können wir das doch gleich mal aktualisieren, oder? Hier, breiter Weg. Gucken wir mal, passt das da? Ja, gucken wir mal. Sehr nice. Ah, das passt sogar dazwischen. Nice. Lass das mal hier gleich machen. Wunderbar. Weg nicht verbunden. Bitte, bitte was? Geht er da noch hin? Guck mal, da geht er auch hin. Wow, da war er ganz kurz, hat er den Park deaktiviert dadurch. Ich finde das praktisch, dass er da nicht meckert wegen zu wenig Platz und so. Also, dass er den Weg da nicht reinkriegt wegen Platz. Und jetzt müsste das sich eigentlich schon ein bisschen entspannt haben. Ja, guck mal. Ist auf jeden Fall schon deutlich entspannter jetzt. Kann man eigentlich die Schniepel da vor den Anlagen auch upgraden? Ja, guck mal, das geht auch. Vielleicht sollten wir das auch mal machen noch. Weil scheinbar müssen die Anlagen auch einen ganz schönen Zustrom hier ertragen. Könnte also schlau sein, das zu machen. Bei den Sachen, die auf jeden Fall gut besucht sind. Ich hätte gerne gleichzeitig auch noch das Overlay gesehen, wenn ich Straßen verlege. Hier, warte, das hatten wir noch nicht, genau. Das ist ganz wichtig. Ah doch, hatte ich scheinbar schon. Okay. Ja, ist ganz wichtig, dass wir die Wege verbreitern. Das ist essentiell. So, jetzt haben wir die Forschung ja abgeschaut. Können wir gleich die nächste anwerfen eigentlich. Wir können anwerfen... Haben wir noch Attraktionen, die wir noch freigeben können? Mehr Gäste-Attraktionsmodule. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Mehr Gäste. Wir müssen ja eh die Gäste jetzt noch ein bisschen besser bewirtschaften. Bewirten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen da jetzt eine Logistik von 9. Ja, das können wir gar nicht machen. Wir haben gar nicht den Logistik-Level dafür. Ganz knapp nicht. Können wir denn die Wissenschaftler schon in die nächste Stufe upgraden? Wenn wir hier mal bei Logistik mal gucken. Was ist denn das hier? Kontrollzentrum. Kostenupgrade. Wissenschaftsrang. Ja, das müssen wir machen. So, da brauchen wir auch 9. Verdammt. Weil hier zweimal, das ist ja nur 8. Und ich kann keinen weiteren hinzufügen. Dann müssen wir mal warten, bis die von ihrer Expedition wieder zurück ist. Es könnte sein, dass die das vielleicht kann dann. Weil die hat ja auch Logistik auf 6, glaube ich. Und da müsste das mit ihr dann gehen, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt nochmal Fossilien abchecken. Fossilienanalyse. Das wäre dann... Ah, hier haben wir den Chasmosaurus. Sehr gut. Dann mach doch einfach mal Mach es so, genau. So, wer kann das von euch? Das kann sie, genau. Sie kann das machen. Damit wir schön neues Genom kriegen. Wir brauchen ja noch Spezies. So, Expedition läuft auch immer noch. Wie viel war jetzt nochmal der Triosaurus an genetischer Dings? 60%. Paririno ist bei 58%. Wir machen jetzt mal den Triosaurus. Komm, was soll's. Wir machen den jetzt einfach. Wir brauchen Genetik von 3. Das kann Mammut machen. Den setzen wir einfach zu den Pachys oder zu den Apatos rein. Oder zu denen hier. Ist bestimmt eine gute Idee, einen kleinen Dinosaurier in das Gehege eines großen pflanzenfressenden Dinosauriers reinzupacken, der sie quasi tottrampeln könnte, theoretisch. Weil ich glaube, wir müssen uns auch ein kleines bisschen beeilen tatsächlich, denn irgendwann sterben die Dinosaurier nämlich auch aus. Also, ja, sehr schön. Irgendwann sterben die halt von alleine halt an Altersschwäche. Und da müssen wir die Gehege, die jetzt mal voll waren, die müssen wir ja wieder voll kriegen. Dann wird es, glaube ich, wieder ein bisschen sehr heftig. In der Fossilienansicht ansehen. Fossilienansicht. Haben wir was bekommen jetzt? Wir haben schon wieder sehr viele Geldfossilien bekommen. Die müssen wir auch mal loswerden eigentlich. Ah, hier jetzt. Eier. Eier auswählen. Tolerant. Plus 30% Kohabitationslimit. Mein Gott, schwere Wörter immer. Minus 30% Chance, Ranger-Teams anzugreifen. Der Triosaurus. Ach, okay, der hat jetzt minus 30% Chance, dass er die Ranger angreift. Oh, das niedlichste Tier in diesem Park wahrscheinlich, ey. Oh Mann, ey. Verletzlich, minus 30. Ja, das ist bei denen, glaube ich, eh Wurst. Das ist bei denen, glaube ich, eh. Die können wir, glaube ich, alle nehmen. Ohne Witz. Da müssen wir jetzt, glaube ich, echt nicht Rücksicht nehmen. So, dann nehmen wir hier Olane Ravelababa, kann da nämlich das gleich machen. Und dann haben wir wieder eine neue Spezies drin. So, jetzt hier, wir brauchen Forschung, wir brauchen die Wissenschaftler in der nächsten Stufe ganz dringend. Hier, machen und tun. Genau, wir brauchen sie und sie. Starten, so, und dann können die sich nämlich gleich nochmal ausruhen, dann sind die nämlich schon wieder überarbeitet. Ja! 4,5 Sterne und wir haben 20% mehr Einnahmen als im letzten Monat. Nice. Das Wachstum ist am Start, meine lieben Freunde. Das ist ungefähr so das Wachstum von Microsoft. Nicht schlecht. 20% pro Quartal. Analyse von Fossilien ist durch, ne? Lass mal analysieren die Fossilien vom... Wen haben wir denn hier noch so? Aber hier ihn. Dann das. Das. Dann machen wir mal die Geldfossilien jetzt mal weg. Wer kann denn das jetzt machen? Mammut macht das wieder. So. Und dann hier die eine da, die kann sich schon mal ausruhen jetzt. Hier, Tarn, genau. Kann sich schon mal ausruhen. Die ist schon sonst überarbeitet direkt. Mit 3,5 geht die Stromforschung weiter. Ja, genau, stimmt. Ah, ja, gute Idee. Aber wir müssen erstmal das andere noch machen. Aber Stromforschung ist richtig, dann kriegen wir die großen Kraftwerke. Ein Saurier wurde erfolgreich aufgezogen, nice. So, den holen wir wieder mit Airlift raus. Und den setzen wir jetzt rein. Ach Mann, was soll's, den setzen wir jetzt zu den Paras mit rein und zu den Trikes. Ich hoffe, das passt. Einfach mal versuchen. Ansonsten müssen wir die da halt wieder rausfrickeln, wenn es nicht geht. Was soll der Geiz? So, wir haben jetzt die Saurieranzahl erhöht auf 40, das haben wir erfüllt. Wir haben fast genug Spezies. Parkbewertung ist auch fast erreicht. Und der Cashflow auch. Wir brauchen nur noch einen Dinosaurier. So. Jetzt lass mal die mal losfliegen hier auf der Expeditionistenkarte nochmal. Ich würde gerne noch einen großen Fleischfresser mir reinholen. Wir haben ja hier noch den Majungasaurus. Aber leider haben wir dafür nicht genug Logistik. Verdammt. Weil die wieder alle schlafen hier. Die Forscher. Weil die alle wieder hier chillen. Unglaublich. Immer dieses Chillen. Haben wir denn noch... Wir könnten natürlich auch einfach den Chasmosaurus machen. Der hat 63%. Den können wir, glaube ich, mit den Apatos zusammen machen. Noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal gucken hier. Warte mal. Wo sieht man denn, welche Dinosaurier man mit denen kombinieren kann? Das habe ich immer noch nicht erreicht. Das würde ich gerne mal vorher wissen. Ach, hier steht's doch. Der Chasmosaurus mag Ankylosauridae. Mag nicht Kreuzungen von Dr. Wu. Wer mag schon Kreuzungen von Dr. Wu? Keiner mag Kreuzungen von Dr. Wu. Ceratopsid und Stegosaurid. Okay. Dann haben wir hier den Paririno. Der mag Ankylosauridae. Ceratopsid und Stegosaurid. Okay, ja gut, aber dann ist es ja an sich kein Problem, wenn wir die zusammennehmen mit dem Apato. Oder nicht? Was mag denn der Apato? Der Apato mag Ornithomimosaurid. Ja, guck mal, Ceratopsid. Das ist ja ein Ceratopsid. Dann machen wir das jetzt hier. Wir nehmen den zu den Apatos mit rein. Hier, Wissenschaftler zuweisen. Nein, schon wieder nicht genug. Ja, ich muss erst mal warten. Die Wissenschaftler sind alle wieder besetzt. Genau, wir nehmen den mit da rein zu den Apatos. Genau, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir es doch schon. Hat das Bärchen wieder geschielt. Ja, ey, das ist die ganzen Informationen auf diese Screens. Das ist echt Information Overkill teilweise. Man muss da echt gucken, ey. Das ist nicht so einfach. Da muss man schon aufpassen. Augen auf im Park. Okay, wir können jetzt die Forscher verbessern. Machen wir mal gleich direkt. Wissenschaftler ansehen. Damit die gleich mal hier Upgrades machen hier. Personal trainieren. Warum geht das jetzt nicht? Trainingspunkte 2. Warum kann ich sie nicht trainieren? Den kann ich trainieren hier. Achso, die ist gerade in Ruhestellung. Deswegen kann die nicht. Okay, Logistik und mach mal Genetik noch. Dass wir da mehr Variationen haben bei Genetik. So, dann hier... Hier geht's nicht, weil die gerade bei fossilen Extraktion ist. Sie kann trainiert werden. Sie kriegt wieder Logistik. Sie ist ja eh spezialisiert auf Logistik. Und auch Wohlbefinden nochmal. Oder nee. Warte mal, was haben wir denn? Wie viel haben wir denn mit Wohlbefinden? Nee, sie kriegt mal Genetik noch. So, und er hier kriegt... Er kriegt auf jeden Fall wieder Wohlbefinden. Er kriegt Wohlbefinden auf 2 noch. Da machen wir mal ein Wohlbefinden-Spezi draus. Und er hier kriegt auch nochmal Wohlbefinden und Logistik. Das ist ja das, was wir am häufigsten eigentlich brauchen. Sehr gut. So, da haben wir sie wieder mal gelevelt. Gelevelt haben wir sie. Wunderbar. Jetzt müssten einige Sachen schon deutlich leichter zu realisieren sein. Können wir denn zufällig jetzt... Können wir zufällig die Kraftwerke jetzt erforschen? Erforderlicher... Forschung zu verbessertes Stromnetz. Da brauchen wir erstmal das hier. Okay, dann machen wir das zuerst. 7 und genau, so. Aufgaben starten. Jawohl, nice. Und dann kommt das hier als nächstes. Wunderprächtig, wunderprächtig. Läuft doch. So, wie sah es jetzt mit der Brütdings aus? Genau, da wollten wir synthetisieren. Wir wollten hier so machen. Okay, wir haben immer noch keinen Genetiker, der das kann. Egal. Müssen wir wieder warten. War da nicht noch einer in Ruhestellung? Ich glaube, da war noch einer in Ruhestellung. Wissenschaftlererholung. Ja, genau. Ich glaube, jetzt geht das. Warte. Jetzt müsste das eigentlich gehen. Louise Tan, genau. Sie kann das nämlich jetzt im Alleingang. Hervorragend. Wunderschön. Dann kriegen wir den Chasmosaurus. Dann haben wir die Spezies. Haben wir die Parkbewertung wahrscheinlich auch. Apropos Parkbewertung, da können wir nochmal gucken, ist noch irgendetwas offen hier, wo wir vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln können. Wie sieht es denn mit dem Trinken aus? Da war doch noch irgendwo was gewesen, oder nicht? Hier genau, hier hinten ist noch ein bisschen, aber da können wir nichts mehr bauen, da ist zu eng. Hier könnte man aber nochmal eine Anlage setzen. Ja, guck mal, da gehen noch Läden hin. Da können wir noch vors Amphitheater, können wir noch Läden bauen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir bauen da jetzt noch Trinkladen. Ah, so geht nicht. Ist zu wenig Platz. Warte, vielleicht wenn wir schräg stellen? Nee, da müssen wir den kleinen nehmen, dann den kleinen Laden, warte. Kleine Einrichtung, die müsste da gerade so hinpassen. Ja genau, machen wir es mal hier so eher so hin. Wir brauchen Getränke, 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 meine ich, oder? Andere... Ja, einen Trinkladen braucht man da. Getränke. Anwenden. Wir brauchen Konfigurationen. Automatisierte Milchkaffees. Ne, warte mal, wir brauchen da mehr... Ingwerbier können sie da ausschenken. Dann... Ja, Fernseh... Aquarium... Infotainment... Und was haben wir da noch? Die wollen vor allem hier Weltbesucher und Krone. Dann kriegen die hier noch ein... Dann kriegen die das hier noch. Ein Springbrunnen, genau. Sehr nice. Wunderschön. Dann haben wir da nämlich wieder ein bisschen was abgedeckt. Wie sieht's aus sonst noch? Woanders? Hier können wir mal noch einen Merch-Laden hinbauen da oben. Oder hier so. Hier brauchen wir noch Merch. Mehr Merch. Dann nehmen wir aber einen großen jetzt. Einen großen Laden. War das hier nicht schon ein Merch-Laden nebenan? Das war, nee, das war ein Burgerladen. Ein veganer Burgerladen war das, genau. So, hier macht man jetzt Geschenke, also Merch anwenden und dann konfigurieren. Und wir haben hier vor allem Abenteurer, genau. Wir brauchen hier mehr für Abenteurer und für Weltbesucher, also eher sowas hier, Freizeitbekleidung. Dann, genau. Dann brauchen wir eher die Infotainment und eine Skelettausstellung und dann nochmal... Hatten wir noch nicht sowas wie ein Spielbärreich noch? Selfie-Spot. Souvenirladen. Ja komm, was soll der Geiz? Und dann noch irgendwas für die Welt hier. Wasserspiel, genau. Wasserspiel und... Ach komm, Karaoke, was soll's. Dann haben wir es alles halbwegs ausgeglichen jetzt. Sehr schön. Nice. Das erhöht auch die Parkbewertung, ob man es glaubt oder nicht. So, war jetzt hier, was war jetzt hier hinten noch? Haben wir jetzt hier den, genau, jetzt haben wir den Chasmosaurus, jetzt können wir die Eier auswählen. Nehmen wir mal gleich die ersten beiden. So, hier gibt es was Negatives, aggressiv. Nee, ich will keine aggressiven Tiere. Ich will die so haben, wie sie sind jetzt, genau. Da nehmen wir jetzt genau... Ah, Wohlbefinden brauche ich. Hier, er kann das machen. Er hat genug komplett. Genau, wunderbar. Und wir machen gleich nochmal Chasmosaurus, weil ich glaube, da brauchen wir ein paar mehr von denen. Das reicht sonst nicht. Ich glaube, das ist nämlich ein Rudeltier gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kann sie nämlich gleich nochmal eine Schwung Eier ausbrüten, damit die gleich nachgelegt werden, wenn es zu wenig sind direkt. Ist schon gar nicht so unwichtig. So, jetzt nochmal Expedition losschicken, würde ich sagen. Oder nee, halt, ich wollte noch erforschen. Ich wollte noch erforschen, hier die Kraftwerke. Da genau. Das machen wir zuerst, bevor wir wieder Expeditionen machen. Nein, was? 16 brauche ich da? Um Gottes Willen. Okay, warte, wir müssen sie erstmal wieder in Urlaub schicken. Sie braucht erstmal wieder Urlaub. Ja, ist Multitasking Park, meine lieben Freunde. So heißt das Spiel, habe ich gehört. Das ist wirklich so. Es ist einfach der Multitasking Park. Lasst euch nichts anderes erzählen. Das Spiel heißt nicht Jurassic World, das heißt Multitasking World. Multitasking Park, Multitasking World. So, eine Spezies fehlt uns nur noch. Ein halber Stern, nicht mal mehr ein halber Stern. Weniger als ein halber Stern fehlt noch und ein bisschen mehr Cashflow noch. Ein bisschen mehr Cashflow. Wir brauchen, wenn wir die Gästeanzahl noch weiter erhöhen, vielleicht nochmal ein großes Hotel oder so erforschen, dann könnte es sogar was werden. Können wir nicht vielleicht wirklich bei Gästekomfort vielleicht noch das Hotel machen? Ah, brauchen wir einen neuen? Geht das zufällig? Kann das irgendwer machen? Nee, geht nicht. Wissenschaftler am Limit. Unsere Wissenschaftler sind am Limit. Synthese abgeschlossen, Chasmo Gelege. Sehr gut, gleich Eier auswählen. Oh ja, das ist ein guter Schwung. Der hat sogar hier Boni. Nice. Dann machen wir mal die drei noch. Personal beschäftigt. Okay, ja gut, dann warten wir kurz. Sind schon wieder... Dieses Timeouten von den Wissenschaftlern, das ist auch so ein Ding, ey. Logistik trainieren für die 16. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal trainieren können überhaupt. Müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich erstmal warten, bis der Schwung Chasmus durch ist und dann kann ich den Wissenschaftler auf die anderen Chasmus übertragen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und das ist ja noch nicht mal, meine lieben Freunde, der Herausforderungsmodus, der auf Zeit ist. Das wisst ihr ja vielleicht noch vom ersten Teil. Das war ja auch ein ziemliches Gehassel, kann ich mich erinnern, mit dem Herausforderungsmodus, wie viel Multitasking wir da machen mussten. Ey, das war ja der Wahnsinn. Also da kam dann noch ein Sturm gleichzeitig noch und dann kam noch dies und das und jenes und das ist ja Wahnsinn gewesen. Und das ist jetzt schon krass. Es ist jetzt schon krass. Aber der Vorteil hiervon ist jetzt, wir kriegen für die ganzen anderen Modi, zum Beispiel für den Sandbox-Modus auch oder auch für den Herausforderungsmodus, kriegen wir jetzt die ganzen Sachen freigeschaltet. Also die ganzen Dinos, die ganzen Gebäude und sowas alles. Die sind ja im Sandbox-Modus von Anfang an nicht verfügbar. Die muss man ja erstmal bekommen, tatsächlich. So, der Chasmo ist jetzt durch. Dann werfe ich jetzt hier schon mal den nächsten an. Da können wir ja jetzt den Wissenschaftler gleich direkt zuweisen hier. Er kann direkt weitermachen. Und die werden jetzt gleich mal per Airlift. Ich nehme die, glaube ich, doch lieber hier in das Mamenchisaurus-Gehege rein, weil ich glaube, das Apato ist einfach zu klein. Ich glaube, beim Mamenchisaurus sind sie besser aufgehoben. Und das ist ja gehupt wie gesprungen, es sind ja dieselben. Also es ist ja, im Kern ist es ja derselbe Spezies quasi, selbe Art, Überart sozusagen. Und da sollte das eigentlich passen. Die sollten sich da eigentlich wohlfühlen, hoffe ich. Zumindest sollten sie sich nicht gestresst fühlen. Aber wir werden es sehen. So. Jetzt haben wir schon die 10 von 10. Sehr gut. Und wir haben noch nicht die Bewertung, die wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen einfach die großen Hotels noch. Produkttransport wird durchgeführt. So, wie schaut's aus? Können wir noch wen trainieren jetzt? Ja genau, sie können wir noch trainieren. Machen wir das gleich mal. Und sie kriegt jetzt einfach mal... Logistik kann man eh noch bis 3 skillen. Dann mache ich das mal hier, so. Und dann... So. Dann haben wir Genetik voll. Und Logistik voll. Bestätigen. Und sie ist nichts zugewiesen. Sie trainieren wir jetzt auch. Sie kriegt auf jeden Fall Genetik. Ja, Genetik. Machen wir mal nur Genetik bei ihr. So, und dann brauchen wir... Ja, die anderen können wir alle nicht skillen. Können wir denn jetzt, oder kommen wir jetzt auf die 16 Punkte beim Forschen zufällig, die wir da brauchen? Jetzt haben wir ja alle Forscher gerade mal so am Start. Klappt das jetzt eigentlich? Ne, warte, jetzt bin ich falsch. Ich wollte in den anderen Reiter mit dem Strom. Hier wollte ich rein. Guck mal, jetzt müsste das doch gehen. Wir haben doch 19 von 16. Nein, einer zu wenig. Ah, okay, ich kann mehrere Leute... Okay, alles gut. Aufgabe starten. Ich dachte gerade schon, hey, wieso? Das reicht schon wieder nicht. Aber ich kann jetzt einen mehr zu den Projekten hinzufügen. Guck mal, genau, ich kann jetzt... 7 Leute kann ich jetzt hinzufügen zu einem Forschungsprojekt. Ja, das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich gut. Ich dachte schon jetzt. Ich dachte schon, es geht nicht. Ich dachte schon, jetzt muss ich drauf verzichten. Ja, das ist doch praktisch. Ja, dann hätte ich jetzt vielleicht doch lieber erstmal die Hotels machen sollen, weil Strom ist jetzt eigentlich gar nicht das Problem. Ach, egal. Machen wir die Hotels gleich im Anschluss. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die Parkbewertung weiter hochgeht. Ich gucke jetzt nochmal, ob vielleicht noch irgendwie was zu entdecken ist, wo man vielleicht offensichtlicherweise sieht, was nicht passt. Also hier fehlen eindeutig noch Getränke, würde ich sagen. Hier unten. Dann lassen wir noch einen Getränkeladen da hinstellen. Hier, guck mal, genau, siehst du? Gleich hier daneben, genau. Gott sei Dank habe ich da hier noch Platz gelassen. So, dann. Was nehmen wir da? Da brauchen wir auch wieder für die Abenteurer. Brauchen wir. Machen wir wieder Ingwerbier. Fotokabine. Dann brauchen wir da noch. Produkt wurde zugestellt. Am besten Aquarium. Infotainment. Selfie-Spot. Und noch ein Wasserspiel, genau. Sehr nice. Wunderschön. So, jetzt ist das hier nämlich auch auf Maximum. Brutvorgang abgeschlossen. Sehr gut. So nähern wir uns nämlich nach und nach den optimalen Parkeinstellungen an. So, da müssen wir gleich mal gucken, was die Chasmosaurier eigentlich wollen von uns. Gucken wir mal gleich nach. Zufrieden. Ach, guck mal, die sind schon... Ja, nice. Juhu, die sind schon zufrieden. Yes. Abgefahren. Sehr nice. Aber richtig gemacht. Intuitiv richtig gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Geld. Forschung ist jetzt gleich durch. Also müsste gleich durch sein. Und dann nochmal ein Hotel. Ich glaube, jetzt ist die Gästeanzahl der limitierende Faktor. Wir kriegen, glaube ich, jetzt nicht mehr... Oder ich baue noch kleine Hotels. Das geht natürlich auch. Gewünscht von... Genau. Lass mal noch Hotels setzen. Hier, wir können doch hier noch eins setzen, oder? Dann vielleicht kriegen wir ja da noch ein paar Abenteurer-Touristen hin. Hier ist ja... da ist ja schon eins. Nee, warte, dann setzen wir das noch hier hin. Hier so. Würde ich sagen. Lass mal machen. Mehr Bärsucher sind nicht schlecht. Kann man mal machen. Und hier fehlte noch irgendwas, glaube ich. Hier fehlte noch, genau, hier fehlte noch Getränke. Getränke fehlen hier noch. Dann lass mal da noch einen Laden bauen. Gleich direkt. So. Und wer will da was haben? Da wollen vor allem die hier. Dann nehmen wir da Bubble Tea. Fossilienausstellung. Aquarium. Wasserspiel. Karaoke. Und Spielbärreich. Genau, das Spielbärreich ist ganz wichtig. Hervorragend. So, dann kriegen wir mehr Leute in den Park. Und mehr Leute im Park bedeutet auch wieder mehr Einnahmen. Nice. Transportiere Produkt. Ja, und da müsste das doch passen eigentlich. Da müssen wir nur hoffen, dass wir jetzt dann auf die Werte kommen. Gibt es noch irgendwie Toilettenprobleme irgendwo? Nein, das war falsch. Ich wollte die andere Karte. Ich wollte die hier. Toilettenprobleme. Oh, hier hinten sind noch Toilettenprobleme. Kriegen wir da überhaupt noch eine Toilette hin? Oh, es wird eng. Ah, hier, doch, hier geht noch eine tatsächlich. Dann machen wir da noch eine Toilette jetzt. Ja, der T-Rex freut sich auch, wenn wir eine Toilette bauen. Habt ihr das gehört? Ja, hat er gesagt. Nicht schlecht. Der weiß genau, dass auf Toiletten immer leckere Sachen zu finden sind. Das hat sich da so rumgesprochen schon. Es hat sich in T-Rex-Kreisen rumgesprochen, dass Toiletten sehr ergiebige Nahrungsquellen sind. Nicht schlecht. Wunder nice. Und... Toiletten, da kommen Erinnerungen hoch beim T-Rex. Ja. Das sind doch diese kleinen Snackhäuschen. Wenn man die aufmacht, wo dann eine Überraschung drin ist. Herrlich. Produkt zugestellt. Sehr nice. So, Toilette ist jetzt auch am Start. Auch gut abgedeckt hier. Oder ist noch irgendwo... Nee, hier vorne ist so ein Fitzig. Ja, komischerweise kann... Ja, wie soll ich da die Toilettenabdeckung erhöhen? Sind in dem Hotels etwa keine Toiletten? Unglaublich. Wo ist denn hier noch... Hier könnten wir noch einen Getränkeladen setzen. Vielleicht eher noch eine Fressecke noch hier hinten hin in die Ecke. Neben die Toilette ist auch keine schlechte Idee. Aber was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt habe ich Getränkeladen. Ne, wir wollen da Nahrung, genau. Zu Essen ändern, anwenden. Oh, Abenteuertouristen sind da unten vor allem. Da müssen wir konfigurieren und unbedingt nicht billige Burger, sondern Waffeln. Lass mal Waffeln verkaufen. Fotokabine mach mal rein. Eisdiele mach mal rein. Dann machen wir... Oh, warte, wir brauchen noch die Skelettausstellung am besten. Wasserspiel und noch einen Springbrunnen. Yes! Läuft. Medizinischer, was stand da? Oh Gott. War Medizin. Multitasking World wieder. Aufgabe hinzufügen. Was ist da los? Einer von den Chasmos. Haben die gekämpft zufällig? Nicht diagnostiziertes Leiden. Da müssen wir mal gucken. Erreiche Parkbewertung von 4 Sternen. Fehlt jetzt noch. Und noch 9000 Cashflow. Nicht schlecht. Wir haben es gleich. Es ist, glaube ich, wirklich nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Hier, wenn wir hier noch einen Fressalienladen bauen. Einen kleinen. Sehr strange. Da muss ich den Weg, glaube ich, verlegen. Ist einfach kein Platz. Brauchen wir denn da diesen Weg zum Amphitheater? Warte mal ganz kurz. Ich versuche mal hier den Weg nochmal neu zu machen. damit wir da noch ein Gebäude hinkriegen. Komm, das geht, ich weiß. Ich weiß, dass das geht. Oh nein, nein, nicht, nein. Nein, jetzt nicht, ich muss den Weg machen. Nein, stopp, Pause. Mann. Ihr wisst, was das Scrollen bedeutet. Es ist kein Dinosaurier, so viele Tipps kann ich euch geben. Nein, ich muss jetzt erst den Laden bauen, ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht mich um andere Sachen kümmern, geht nicht. Wir wollen da... Was, nee, Moment. Was wollte ich jetzt da machen? Moment mal ganz kurz. Nahrung oder... Oder trinken. Nahrung, oder? Was war das hier eigentlich? Ingwerbier. Ja genau, Nahrung wollte ich setzen. Dann habe ich es richtig gemacht. Nicht billige Burger, sondern wir wollen da haben... Donuts wollen wir da haben. Und dann machen wir da... Nämlich noch den Skelettausstellung, genau. Und dann noch hier Wasserspiel und dann noch Fischtank. Nee, Aquarium noch. Sehr nice. Sehr nice. So, und jetzt schnell Umspannstation noch setzen. Schön direkt vor der... Ja, ist ein bisschen hässlich gebaut, aber was soll ich machen? Es geht jetzt ja um die Erfüllung der Aufgabe und nicht ums Schönbauen. Und dann, genau, müssen wir gleich mal die Schutzräume öffnen. Alle Schutzräume öffnen. Ja, wir haben nämlich eine Sturmwarnung. Wir haben einen Sturm wieder einmal, meine lieben Freunde. Ein Sturm im Wasserglas. Der Sturm hat einen Stromausfall verursacht. Ach was. Da wäre ich nie drauf gekommen. Niemals nicht wäre ich darauf gekommen. Warum fahrt ihr da eigentlich wieder weg? Behandelt doch gleich... Achso, können sie ja nicht. Stimmt, ist ja Sturm. Die Gäste beschweren sich über fehlende Ein... Ach ja, wie sieht eigentlich die Bunkerabdeckung aus? Da habe ich gar nicht geguckt. Toll, die wird mir gar nicht angezeigt jetzt, weil meine Parksysteme offline sind. Jetzt geht natürlich meine Parkbewertung nach unten. Ist natürlich ungünstig jetzt. Nein. Denkt nicht mal im Traum dran. Lasset. Kusch. Weg vom Zaun. Weg vom Zaun. Schön weg vom Zaun. Jawohl. Schön zum Fleisch gehen. Nice. Strom ist wieder da. Können wir Schutzräume auf, zumachen. Puh. So, jetzt müssen wir warten, bis die Bewertung wieder steigt und der Cashflow auch, weil jetzt natürlich die Gäste erstmal wieder aus dem Schutzraum raus müssen. So, und hier unser Mediziner, der kann jetzt mal seine Arbeit vollenden und kann mal hier den Triceratops behandeln. Achso, macht er nicht. Okay, das heilt von alleine, wa? Gehirnerschütterung hat er. Zustellen an Anlage. Oh, den müssen wir betäuben. Moment. Der muss betäubt werden und medizinisch behandelt werden in der Anlage. Deine Parkbewertung und der Gewinn haben sich diesen Monat verschlechtert. Ja, danke an den Sturm an der Stelle. Wenn der Sturm nicht gewesen wäre, hätten wir sogar eine Steigerung gehabt. Aber so ist das. Das war ja natürlich klar, dass das Spiel mir nochmal im letzten Augenblick nochmal einen Sturm vor die Nase setzt. Hervorragend. So, jetzt warte. Transport. Rüber zur Quarantäne hier. Und dann behandeln lassen. Ach ja, das muss ja jemand machen, der es auch kann. Wir brauchen jemanden mit einer 4, dann macht er das hier. Ah, und ich wollte doch noch Dinge tun hier. Wir wollten doch noch forschen hier an der Gästebewirtschaftung hier. Das hier, genau, das wollten wir doch noch machen. Wir brauchen Logistik von 9. Hier, guck mal, jetzt hat. Nice, jetzt können wir das auch mal erforschen. Sehr nice. Oh, wir haben's! Yes! Mission abgeschlossen, jawohl! Jurassic Park San Diego ist durch! Sauber! Wir haben's! Hä? Keine Endansage? Keine Abschiedsrede? Kein Dankeschön? Kein, nicht nochmal ein Statement von Ian Malcolm oder so zum Abschluss? Jetzt bin ich minimal enttäuscht, muss ich aber sagen. Da hätte ich jetzt doch schon mal gerne noch so ein Abschiedsküsschen erwartet. Aber egal, wir haben es geschafft. Und damit steht jetzt als nächstes an der Aufbau von Jurassic World. Denn wir wollen ja die Mosasaurier freischalten, die Wasserdinos. Und ich denke mal, die werden uns da dann wahrscheinlich Die werden uns dann da wahrscheinlich zur Verfügung gestellt, hoffe ich mal ganz stark. Produkt wurde zugestellt. Wie er schubst. Das kleine Schweinchen. Habt ihr das gesehen? Wie er den Jeep einfach schubst. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.